Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Luis, mein Kanal heißt Luis Zockt und heute spielen wir wieder FIFA Ultimate Team. Ich habe mein Team ein bisschen aufgerüstet, also Startelf hat sich jetzt nichts verändert, aber den hier habe ich mir erspielt. Hat eine richtig geile Torvorlage gemacht, so aus dem eigenen Strafraum, hoher Steilpass. Bacachetas oder Bacacetas, keine Ahnung wie er heißt. Ist auch neu, geiles Actionbild, finde ich richtig gut. Helik, ich weiß gar nicht wen sonst noch. Die kommen alle in die Bundesliga trotz SBCs. Das ist auch genau das Thema, was ich ansprechen wollte. Am Freitag kam kein Video, falls es euch aufgefallen ist. Also beziehungsweise kein Rewards-Video. Und das liegt daran, dass ich mir die Rewards aufbewahre für das Bundesliga-Tots, um vielleicht sogar einen Bundesliga-Tots-Spieler zu ziehen. Sehr starkes Team, sehr nervig. Teixeira, Romarinho und so weiter. Sehr starkes Team, aber das ist so ein Rotz-Team. Das mag keiner. Schaut gerne in die Videobeschreibung. Da ist die FIFA 21 Ultimate Team Playlist verlinkt. Sowie... Oh nein, das ist so ein ekelhafter Spieler. So wie mein Instagram und mein Discord-Server. Das ist so ein Trickser. Das nervt mich jetzt schon wieder. Also das sind die Spieler, wo man, wenn man in Führung geht, gewinnt man meistens auch das Spiel. Aber wenn nicht, dann nicht. Außerdem abonniert jetzt sofort den Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Dafür könnt ihr auch direkt die Glocke aktivieren und es steht 1-0 und genau das Problem habe ich angesprochen. Also abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und lasst eine positive Bewertung da. Wir sind auf dem Weg zu den 50 Abonnenten. Falls ihr davon ein Teil sein wollt, könnt ihr jetzt sofort den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Er spielt wirklich nur mit Spielern, die niemand in FIFA mag, wenn der Gegner die spielt. Außerdem habe ich bisher 5 Icon Swaps erspielt. Davon hole ich mir wahrscheinlich noch ein Prime Icon Moments Pack. Und den einen, den man durch Rivals bekommt, kriege ich dann jetzt auch bald. Dann habe ich 6 erspielt. Und dann kommt auch noch ein 25x81 Plus Pack. Außerdem habe ich sehr viele gute Squad Battles Rewards und dann noch die Division Rivals Rewards. Also das, da könnt ihr euch in dieser Woche wirklich auf sehr viele geile Reward Videos freuen. Leute, ich gebe das nicht auf, wisst ihr? Ich gewinne das nämlich noch. Man sollte niemals aufgeben, also tue ich das auch nicht. Weil, wenn man kämpft, wenn man es probiert, kann man gar nicht verlieren. Man kann einfach nicht verlieren, wenn man es ausprobiert. Man ist dadurch ein Sieger und nur die Leute, die aus Angst vor etwas es gar nicht erst ausprobieren und versuchen, die haben auch einen Sieg. Die können gar nicht gewinnen. Die haben den Sieg gar nicht verdient, weil sie es sich nicht trauen. Und ich will euch das mal mit auf den Weg geben. Denkt mal drüber nach. Ich verliere lieber ein Spiel, als es gar nicht erst versucht zu haben, weil dann hat man gar nicht die Chance, etwas zu gewinnen. Verlierer sind die Leute, die nichts versuchen. Die anderen sind automatisch Gewinner, egal wie das Spiel ausgeht oder auf welchem Platz sie am Ende landen. Ich sag es euch, wir geben nicht auf, weil dann gehören wir zu den Verlierern. Man muss es versuchen. Starker Trick von ihm. Oh, der Sven ist ein Teufelskerl. Jo, freilich. Schade. Aber 3-1 zur Halbzeit ist nicht unmöglich. Ist auf jeden Fall noch machbar. Und ich werde das hier nicht aufgeben. Egal, wie das Spiel angefangen hat. Egal, wie das Spiel enden wird. Man muss es immer versuchen. Okay, der Start der zweiten Halbzeit. Torwart gestellt. Also ich will auf jeden Fall wenigstens das First Owner Tor machen für die Icon Swaps. Sonst war das Spiel hier ziemlich umsonst. Ja. Und der ist First Owner! Und das First Owner Tor haben wir jetzt auf jeden Fall auch schon. Das heißt, in dem Spiel können wir eigentlich gar nicht mehr verlieren. Weil wir haben schon so viel mit diesem Spiel gewonnen. Außer einem Disconnect,
kann einen hier nichts mehr verlieren lassen. Und das ist mir egal. Das ist mir egal. Das Spiel ist sowieso verloren eigentlich, aber nur in dem ergebnistechnischen Sinne, weil wir bei den Icon-Swaps weitergekommen sind, wir haben Rivals-Punkte bekommen und so weiter und so fort. Und Diatta macht jetzt noch ein Tor. Oh, dieser scheiß Kleiber. Schreibt mal bitte jetzt sofort, jetzt, in die Kommentare, was haltet ihr von Kleiber? Ich finde ihn einfach unsympathisch in FIFA. Einfach ein unsympathischer Dude. Und Diatta mit dem Tor. Der ist auch First Owner, falls es zufällig beim ersten Tor nicht gezählt hat. Oh, wäre der reingegangen, wäre das Spiel halt noch nicht mal verloren. 84. hat man noch genug Zeit für ein Tor. Also wäre dann Ausgleich, aber... Schiri, ja. Genauso wollte ich es, genauso wollte ich es. Und jetzt. Bitte mach ihn rein. Boah, der hat 99 Elfer, hä? Ah, scheiße. Ich hab verkackt, es tut mir leid. Weil das Ding ist immer, ich schieße immer unterschiedlich. Bei dem einen Gegner ziele ich in die rechte obere Ecke und er springt in die andere. Und dann... Oh! Und dann ist es schön Tor, weißt du? Aber beim anderen Gegner, wie dem hier, muss man in die eine Ecke zielen und in die andere ziehen, weil er genau dahin springt, wo du... Ja, 99 Sprungkraft halt. Aber jetzt wird er auf Zeit spielen, das wird er nicht möglich machen, dass wir hier noch einen Angriff bekommen. Ja, sag ich ja, ehrenlos. Läuft er in die Ecke und fertig. Ja, egal. Wir haben gut gespielt. Am Ende traurig verloren mit dem verschossenen Elfmeter, aber es lag ja an mir. Ich hätte da vielleicht chippen sollen oder so. Ich wusste auch nicht, dass es so krasse Elferwerte hat. Man hat ja gar nichts gesehen vom Kreis. Und ihr abonniert jetzt den Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Aktiviert die Glocke. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Haut rein. Ciao.